Die Carrera-Bahn, die habe ich mir zu meinem 35. Geburtstag gekauft. Es war ein alter Kindheitstraum von mir, mal Carrera-Bahn spielen zu dürfen. Ich konnte mir das leider nicht leisten, wie ich klein war. Heute ist diese Rennbahn ein Teil der von Städter gegründeten Stiftung, um Schülern und Studenten Spaß an Technik zu vermitteln. Ich bin in sogenannten einfachen Verhältnis geboren worden. Ich durfte lernen und diese Chance, etwas zu lernen, möchte ich gerne auch anderen angedeihen lassen. Zu den Aktionen, dieses Ziel zu verwirklichen, gehört etwa das Engagement der Stiftung beim Technikwettbewerb First Lego League. Einer der Schauplätze für die Wettkämpfe mit den Lego-Robotern war im Herbst 2012 die Ohm-Hochschule in Nürnberg. Also ich habe ein Rundschreiben von der Universität Erlangen bekommen, habe das mir durchgelesen und war sofort begeistert von dem First Lego League Projekt und habe mir gedacht, da muss ich mitmachen. Also ich habe festgestellt, es hat den Kindern wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hat die Begeisterung für Technik geweckt und da sind ja schon sehr viel, sagen wir mal, technische Aspekte dabei. Sie müssen konstruieren, sie müssen programmieren und sie müssen sich auch einen ganzen Projektplan zurechtlegen, weil es sehr, sehr viele Aufgaben gibt, die alle erledigt werden müssen. Hier sieht man die Schüler des Adam-Kraft-Gymnasiums aus Schwabach, wie sie ihren Roboter den letzten Feinschliff für den Wettkampf verpassen. Diese, sagen wir, Frage, warum ich das tue, die wird mir immer wieder gestellt. Dann frage ich mein Gegenüber, hast du ein Problem mit Fachkräften? Und sagt er, ja. Und dann sage ich, siehste, deswegen tun wir das.